FSK 93, die Explosion des globalen Antisemitismus, die Hartnäckigkeit eines Diabolischen. Wir haben uns in den letzten Sendungen mit Marx beschäftigt und werden es auch weiterhin tun, um die These zu überprüfen, dass seine Verfahrensweise des Denkens geeignet ist, den Antisemitismus als Denkform zu begreifen, als eine spezifische Form des Fetischismus. Den Antisemitismus als Denkform zu begreifen, ist wichtig, weil die Inhalte wechseln, aber die Form sich durchhält. Lange habe ich eine Sendung nicht mit aktuellen Ereignissen eingeleitet, aber heute ist es wieder soweit. Quasi als vorzeitiges Weihnachtsgeschenk für Antisemiten hat ein offenkundiger, wohl Delirium bedingt, Psychot eine geballte Ladung rausgelassen aus dem, was über Jahrzehnte Politik und mediale Beschallung ihm unmittelbar in den Kopf gedrückt wurde, sodass ihm die Existenz eines israelischen Restaurants, in dem man so schöne Dinge bekommt wie Hummus und Falafeln, schon als unerträgliche Provokation erschien. Im Laufe des Gesprächs mit dem Eigentümer des Feinsteins, so hieß das Lokal, kommt er dann auch darauf zu sprechen, dass er es für unerträglich hält, dass ein Jude in einem Land lebt, das für den Tod von 6 Millionen Juden verantwortlich ist. Man sieht, die Deutschen werden den Juden Auschwitz nie verzeihen. Statt sich weit davon zu machen, müssen sie, nachdem 6 Millionen Menschen von ihnen getötet wurden, schon wieder sich auf sein Land breit machen und Hummus und Falafel zubereiten und somit ein Ärgernis sein, nämlich wie die Fassbinderfigur Hans von Gluck denken. Und schuld ist der Jud, weil er uns schuldig macht, denn er ist da. Wäre er geblieben, wo er herkam, oder hätten sie ihn vergast, ich könnte besser schlafen. Sie haben vergessen, ihn zu vergasen. Aber hören wir uns das im Originalton mal an. Eure Idee ist nicht leicht. Was habe ich gemacht jetzt, uns verrückt macht? Was haben wir gemacht, das verrückt uns macht? Du, lass mal das sein, ja? Was ist russische passiert? Scheiße. Wenn Sie sie berühren, kriegen Sie. Was ist jetzt passiert, dass Sie müssen so reagieren? Ich muss einfach so reagieren. Nee, Sie gehen auf die Straße und sagen, dass wir sind verrückt. Ich habe nichts gegen einen Menschen, aber ihr seid verrückt. Warum? Warum? Was ist die Begründung dafür? Ganz einfach, weil er 70 Jahre Krieg gegen Palästinenser führt. Ja. Ihr führt einen Krieg gegen die Palästinenser. Ah, das ist jetzt eine linke Geschichte. Ich bin auch nicht link. Ihr führt einen Krieg. Ihr führt einen Krieg und wollt hier euch installieren. Das ist ein Restaurant. Und euch, das ist ein Restaurant, israelisches Restaurant. In Berlin. Darf man kein israelisches Restaurant in Berlin haben? Nein, nein, nein. Warum? So einfach nicht. Was ist los mit diesem Restaurant? Ernsthaft? Ihr seid gemein. Ihr seid einfach nur gemein. Okay. Ja, warum? Einfach nur verrückt. Weil ich Hummus und Falafel mache, nein, bin ich gemein? 2000 Jahre wollt ihr das nicht kapieren, dass die einen so sind und die anderen so sind. Ich denke, das ist umgekehrt, aber ich will es super zu verstehen. Nein, was nein, habe ich jetzt? Nein, 2000 Jahre. Sie kommen jetzt, ich rauche hier eine Zigarette und trinke Kaffee. Sie kommen zu mir und beschuldigen mich, dass wir sind verrückt. Warum?
Weil ich Zigaretten und Kaffee rauche? Weil du hier bist. Und? In meinem Land. In meinem Land. Okay. Du bist in meinem Land. Nicht ich bin in eurem Land. So, was soll ich zurück zu meinem Land gehen? Was soll ich? Aber sie haben gerade gesagt, dass wir dürfen nicht in Israel sein, weil wir greifen der Palästinenser an. Ja, ihr seid so, ich darf hier nicht sein, Gäste, aber auch nicht in den Palästinenser sein. Ihr seid Gäste der Palästinenser. Ihr seid Gäste der Palästinenser. Und hier, was sind wir? Ohne Wunsch. Sollen wir zurück Nein, zu Palästina gehen? Ihr seid auch nur Gäste. So, wir sind überall Gäste, wir haben kein Recht auf Heim. Ihr seid nur Gäste. Und dann dürfen wir keine Hummus und Falafel machen? Ja, ist dein Problem. Aber du bist nur Gäste. Nee, warum bin ich verrückt? Weil ich Hummus und Falafel mache. Nein, du bist Gast. Und? Deswegen darf ich kein Restaurant machen? Doch, du darfst es, aber nicht so brutal. So was ist brutal hier? Das ist brutal. Was? Ich spucke mich an. Du willst, dass wir dich schützen? Du willst, dass wir Bleiben Sie bitte weg, weil Sie spucken mich an die ganze Zeit. Du willst, dass ich ihn mit meinem Geld schütze? Mit meinem Geld, mit meinem Geld. Wissen Sie, wie viel Steuern ich zahle hier? Sie spucken mich an. Bleiben Sie weg. Du kannst deine Steuern Sie zahlen, spucken mich an. Bleiben Sie bitte ein paar Meter entfernt von mir, okay? Geh doch weg von hier. Geh doch weg. Geh weit weg. Und Sie sollen das mir sagen. Aber ich bin hier. Du, ich lebe ja? hier. Und das ich? Ist meine Heimat. Und ich? Und du hast keine Heimat. Das tut mir leid. Nicht in Israel dürfen wir leben und nicht hier. Du hast aber keine Heimat. Das ist Antisemitismus. Offentlich Antisemitismus. Ja, bin ich auch. Ja? 4 Millionen? Scheiße. Du kriegst auch deine Rechnung. Du kriegst deine Rechnung. Kann ich Ihren Namen bitte haben? Ach, das kannst du auch. Wie heißen Sie bitte? Ach, und was? Was soll das bringen? Nee, wissen, mit wem ich zu tun habe. Wer der Antisemit ist. Welche Rechnung wollen Sie machen? In 10 Jahren. Was wollen Sie machen in 10 Jahren? In 10 Jahren bist du nicht mehr lebt. Ach so, Morddrohung. Ich werde tot nein, sein in 10 Jahren. Nein, lebst du nicht mehr. Warum? Warum? Weil Sie werden mich umbringen, oder was? Nein, ich doch nicht. Anti-Antisemiten werden Sie machen. Hitler. Andere Antisemiten. Ich bin Hitler. Aber Hitler war gut, oder? Aber diese Scheiße... Hat gut gemacht, diese Hitler. Diese Scheiße geht nicht hier. Warum? Weil es ist nicht mein System. Aber das ist nicht Ihr Restaurant. Das ist mein Restaurant. Ich darf hier meine Ware haben. Auf meinem Boden. Ich zahle hier Miete, das ist nicht Ihre Boden. Nein, mein Leben ist das hier. Aber meine auch. Nein. Das ist Antisemitismus. Nein. Sie haben nichts gegen. Geh zurück nach Palästina. Aber Sie haben gerade gesagt, dass wir verrückt sind, weil wir in Palästina dürfen nicht sein. Trump und Palästina, geh doch zurück. Trump und Palästina, fein. Okay, ich denke, das ist sinnlos, mit Ihnen zu sprechen. Trump und Palästina ist doch super. Geil. Aber es geht okay. nur ums Geld bei euch. Bei euch geht nur um Geld. Ja. Und bei Ihnen nur um Hass. Bleiben Sie bitte weg von mir, weil Sie spucken, okay? Aber du kriegst deine Rechnung. Du Sie kriegst spucken deine Rechnung. Die ganze Zeit? Du kriegst deine Rechnung in 5 Jahren oder 10 Jahren kriegst du deine Rechnung. Okay. Gut. Und deine ganze Familie und deine ganze Sippe hier. Achso, alle werden wir Sie werden uns alle umbringen, ja? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Aber Sie wünschen das, oder? Sie werden sich freuen. Egal. Ich möchte mit dir nicht mehr beschweren. Gut. Ihr seid doch nach. Was wolltet ihr nach 45 hier? Was wolltet ihr nach 45 hier? Euch 6 Millionen Menschen sind umgebracht worden von euch. Was willst du denn hier? Das ist eine sehr gute Frage. Mit solchen Leuten wie Sie ist eine sehr gute Frage. Mhm. Leider gibt es zu viel von Ihrer Sorte. Was willst du hier? Okay. Euch lieben wir nicht. Und was willst du hier? Ja, ich weiß das. Warum bist du hier? Gut. Gut. Ah, Polizei! Ja. Polizei! Es gibt da eine Antisemit, die uns sehr aggressiv angreift gerade. Ich würde mich freuen, wenn Sie ihn wegnehmen von unserem Restaurant. Hat gerade gesagt, dass wir werden alle umkommen und solche Sachen. Dankeschön. Siehst du, was macht der Polizist? Der geht. Nein, er kommt zu Ihnen. Und zu mir? Ja, jetzt. Fein. Jetzt werden Sie sehen, wie ihr das sieht. Ja, und wie er hat gerade uns, wir haben hier Zigarette geraucht. Machen Sie jetzt mal das Video aus. Dankeschön. Hallo. Gibt es ein Problem? Nee, gar nicht. Warum haben Sie uns... Haben Sie hier was verloren? Sind Sie hier wohnhaft? Ich wohne hier. Wo wohnen Sie denn? Schaltenburg. Einmal bitte Ihren Ausweis. Am Kudamm.
am Kudamm. Der Kudamm ist ja nicht hier. Okay? Sie verlassen jetzt hier die Örtlichkeit. Ja, haben einen Platzverweis. Ein Platzverweis? Ein Platzverweis. Soweit der Ton vom Video. Das ist der Antisemitismus von heute. Fängt an mit angeblichen Landraub Israels und endet mit der Gaskammer. Als der Polizist das hört, ist er aber wieder schnell bei den Palästinensern. Kurz vor Weihnachten erschien die Arbeit über die Protokolle der Weisen von Zion von Benjamin Segel. Die Protokolle der Weisen von Zion kritisch beleuchtet. Eine Erledigung. Aus dem Jahre 1924 im Freiburger Saira Verlag. Dort schreibt Segel: Die jüdischen Kolonisten in Palästina haben ganze Wüstereien in Kulturland verwandelt. Wenn jüdische junge Leute dorthin kommen, um unter den schwersten Entbehrungen in harter Arbeit den verödeten Boden urbar zu machen, Wälder zu pflanzen, Straßen zu bauen, damit eine ferne Generation dort ein menschenwürdiges Dasein führen kann, so stellt dies nicht bloß der jüdischen, sondern der menschlichen Natur im Allgemeinen ein so schönes Zeugnis aus, dass christliche Männer von hoher Kultur aus allen Nationen, darunter zahlreiche Deutsche, diesem Beginnen herzliche Teilnahme und aufrichtige Bewunderung, sogar werktätige Mithilfe, gewidmet haben. Aber das ist es eben, was den Antisemiten die Galle zum Platzen bringt. Wie alles, was gesund und lebenskräftig an den Juden, ist ihnen auch dies ein Dorn im Auge. Wenn aber ein Wunder geschehe und alle Juden auf einmal aus Europa nach Palästina oder noch weiter weg entführt würden, unter den Antisemiten gäbe es endloses Heulen und Zähneknirschen. Den einen wäre der bequemste Sündenbock entzogen, dem man alle Übel der Welt straflos aufbürden durfte. Die anderen würden mit dem Verschwinden der Juden und Aufhören des Antisemitismus eine sichere und reiche Arbeitsquelle verlieren. So schöpft denn der Antisemitismus seine Hauptkraft aus einem der niedersten und schädlichsten Instinkte. Zu diesem gesellen sich die anderen untermenschlichen Eigenschaften und zeigen mit vereinter Kraft das öffentliche Leben hinab in die Niederungen. Bis zu den schlimmsten Wirkungen des Antisemitismus gehört, dass er uns Juden die natürliche und gesunde Selbstkritik so unendlich erschwert, da jeder von jüdischer Seite ausgesprochene Tadel an unserer Gegenwart oder unserer Vergangenheit von den Feinden sofort aufgegriffen, hämisch, breitgetreten, als jüdisches Geständnis missdeutet und als Waffe gegen uns verwendet wird. Wir haben von Anfang an darauf hingewiesen, dass es viele Lügen gibt, die für Antizionisten verbreitet werden, etwa die Landraublüge oder die, es hätte jemals einen palästinensischen Staat gegeben, deren Einwohner von den Juden vertrieben worden seien. Hier haben wir den Beweis, was für ein Erfolg eine dauerhaft wiederholte Lüge hat. Die meisten Lügen setzen ja besondere Basislügen voraus, die immer vorausgesetzt werden. Vertritt jemand in einer Argumentation die Lüge nicht, wird er für verrückt erklärt. Oft habe ich es erlebt, dass völlig unvermittelt Israel-Kritik sich Bahn bricht. Es reicht ja schon, israelische Speisen zu loben. Dann wird behauptet, dass Israel Krieg seit 70 Jahren gegen die Palästinenser führe, was schon mal das Falsche voraussetzt, es hätte vor 70 Jahren Palästinenser gegeben, also lange bevor Arafat so etwas wie ein palästinensisches Volk erfunden hatte, das sich von den Juden unterschiede. Die wegen des arabischen Krieges gegen die Juden vertriebenen oder aufgefordert von den arabischen Staaten geflüchteten Araber wurden vor den 60er Jahren keineswegs, weder von arabischen Menschen noch von sonst wen, Palästinenser genannt. Wenn vorher von Palästinensern die Rede war, dann waren es die Juden, die so genannt wurden. Da war es ein genialer Propagandatrick, nun arabische Flüchtlinge dreist Palästinenser zu nennen. Wer meint, es hätte so etwas wie einen palästinensischen Staat oder eine politische Gemeinschaft jemals gegeben, möge die Staatsführer, Minister und so weiter mal nennen. Die Gesetzesbücher zeigen, die genauen Grenzen anzeigen und die Regierungsbeschlüsse diverser Regierungen. Gab es nicht und wird es vermutlich auch niemals geben. Nicht, weil die Israelis das nicht wollten, sondern weil die Palästinenser das gar nicht wollen.
Wenn Adorno und Horkheimer vom Antisemitismus als Gerücht von den Juden sprechen, so können wir sehen, was für ein Gerücht der pöbelnde Mann auf der Straße in sich aufgesogen hat und sich im Recht fühlt, weil Regierungsmitglieder wie der Bengel Gabriel ebenso reden oder wie im Europäischen Parlament unter Applaus der Abgeordneten der Führer Abbas redet. Das sind keine Lernprozesse mehr, sondern das ist wie das Stopfen von Gänsen, um sie schnell fett zu bekommen, damit sie Weihnachten verzehrt werden können. Also denken wir darüber nach, was da der besoffene Psychot sagt und was von Rechten, von Linken, von Extremisten der Mitte oft genug gehört wird. Originell ist das jedenfalls nicht. Ich gehe die Aussagen der Diskutanten auf der Straße vor dem Restaurant Feinsteins mal durch. Ich muss einfach so reagieren. Ich habe nichts gegen einen Menschen. Aber ihr seid verrückt. Warum? Ganz einfach, weil ihr 70 Jahre Krieg gegen Palästinenser führt. Ihr führt einen Krieg gegen die Palästinenser. Ihr führt einen Krieg. Ihr führt einen Krieg und wollt hier euch installieren. In Berlin. Ihr seid gemein. Ihr seid einfach nur gemein. Ihr seid einfach nur verrückt. 2000 Jahre wollt ihr das nicht kapieren, dass die einen so sind und die anderen so sind. Warum sagen sie, ich sei verrückt? Weil du hier bist, weil du hier bist, in meinem Land, in meinem Land. Du bist in meinem Land, nicht ich bin in eurem Land. Ihr seid Gäste der Palästinenser. Ihr seid Gäste der Palästinenser. Ihr seid auch nur Gäste. Kein Problem, ihr seid nur Gäste. Ist dein Problem, aber du bist nur Gast. Du bist Gast. Palästina liegt jetzt nun plötzlich in Deutschland, in Berlin. Muss man wissen, wenn man Antisemiten zuhört. Das mit meinem Land ist auch so ziemlich wörtlich gemeint. Auf dem Grundstück, das ja eigentlich unserem Psychoten gehört, erdreistet sich doch wirklich ein Jude, Falafeln und Hummus zu verkaufen. Vielleicht hätte Herr Feinstein ihm etwas zu essen anbieten sollen, seinem Herrn, auf dessen Scholle er sitzt. Einst hatte sich ja auch der Mufti von Jerusalem, Haj Amin al-Husseini, in Berlin aufgehalten, wenn er nicht gerade muslimische SS-Divisionen für die Nazis aufstellte und wollte ja damals schon Hitler und Konsorten bevormunden, doch viel mehr Juden umzubringen. Aber was macht der Jude mit äußerster Brutalität? Er betreibt ein Restaurant. Welche Frechheit! Das sollte doch wohl lieber den Ariern vorbehalten sein. Schließlich ziehen ja auch Araber Brachland einem vom Juden bewässerten Land vor. Da kann man besser meckern, dass die Juden das Wasser rauben. Warum soll man die Bevölkerung mit sowas wie Ackerbau belästigen? Man kann ja die Waren aus dem Ausland kaufen, mit den Geldern, die von europäischen Steuerzahlern kommen. Und da sagt der Feierstein schon, deshalb darf ich kein Restaurant aufmachen? Doch, das darfst es. Aber nicht so brutal. Das ist so brutal. Hör mal, du willst, dass wir dich schützen, dass ich dich mit meinem Geld schütze. Hör mal, du willst, dass ich dich mit meinem Geld schütze. Mit meinem Geld. Mit meinem Geld. Geh doch weg von hier. Geh doch weg. Geh weit weg. Und sie können mir das sagen. Aber ich bin hier und ich lebe hier. Dies ist meine Heimat. Und ich? Du hast keine Heimat. Das kennen wir nun aus der Antisemitenküche. Der heimatlose Jude, der ja deswegen auch keinen Staat haben darf oder gar keinen haben kann. Der gemeine Deutsche hat ja eine Heimat, auch wenn allein die bloße Existenz von Juden ihm sie madig macht. Darum müssen sie ja schnell weg. Und eins will er nun wirklich nicht hören. Antisemitismusvorwürfe. Nicht unser Psychot. Auf den Satz, das ist Antisemitismus, antwortet er. Ja, bin ich auch, 4 Millionen. Scheiße, du kriegst auch deine Rechnung. Du kriegst deine Rechnung. Du kriegst eine schöne Rechnung in 10 Jahren. In 10 Jahren bist du nicht mehr lebst. In 10 Jahren lebst du nicht mehr. In 10 Jahren lebst du nicht mehr. Na, so als ob Karl Kraus das Drehbuch geschrieben hätte. Kann er auch nur Deutsch fühlen, aber nicht sprechen. Es ist ein Antisemitismus. Er ist ein Antisemitismus.
Aber 6 Millionen ist ein wenig zu viel für ihn gerade mal im Moment und gibt Rabatt 4 Millionen. Da könnte man fragen, wer bietet weniger? Die Antisemiten ziehen üblicherweise die Vertriebenen ab oder Bombenopfer, wozu ja in der Regel, weil es zu wenig ist, dann eine Null anhängten. Nach dem Historiker das Überprüften ist das allerdings schwieriger geworden. Was der alkoholisierte Psychot mit den 10 Jahren meint, vielleicht dass der Iran bis dahin nicht nur atomwaffenfähige Raketen hat, sondern auch Atomwaffen und Israel platt macht, wenn nicht vorher der Iran platt gemacht würde, wissen wir nicht. Nun gut oder schlecht. Er schämt sich, dass er nicht das Format von Hitler hat, das alles selbst zu tun. Aber irgendwie hat er auch sonst nicht viel mitbekommen. Was ihn so wütend macht, hat möglicherweise auch eine alte deutsche Tradition. Der Anti-Amerikanismus, der es heute leichter hat, weil der Präsident der USA eine gute Projektionsfläche bietet. Jedenfalls, wenn man die Realität ausblendet. Die Dinge, die Trump gelingen, davon reden die Qualitätsmedien ohnehin nicht, die so gern die Welt in Gut und Böse aufgeteilt sehen. Aber hier ist das nicht, wie der Antisemitismus im Psychoten redet, sein System. Schon die Nazis redeten von der Systemzeit, womit die Zeit der Weimarer Republik gemeint ist. Wenn der Iran, wie er anscheinend erwartet, Israel beseitigt in 10 Jahren, dürfte für den antisemitischen Psychoten die Systemzeit vorbei sein. Aber alles das sollen wohl die Palästinenser oder das iranische Regime für ihn besorgen, das allerdings bei den Iranern genauso verhasst ist. Denn umbringen will er unseren jüdischen Gastronomen nicht oder noch nicht. Als dieser ihn fragt, wollen Sie mich umbringen? Ich doch nicht. Ich bin noch nicht Hitler. Aber diese Scheiße geht nicht hier. Es ist nicht mein System. Mein Leben ist das hier. Anders als Bengel Gabriel oder Mahmoud Abbas interessiert sich eh niemand für das, was der Psychot erzählt. Aber unverhofft geht es ihm ja so, für einige Sekunden von mehr als 500.000 immerhin gehört zu werden. In dem Sinne, wie sich das mal Andy Warhol ausdachte. Nur er kann sich halt nicht so ausdrücken wie ein SPD-Minister oder der Führer aus Palästina, so dass man bei ihm gleich die unheilvollen Konsequenzen erkennen kann. Dass hier Juden leben, obwohl die Deutschen ihnen doch vor einiger Zeit gezeigt haben, was sie von jenen halten, das mag unser Westentaschenpolitiker allerdings nicht, als unser Gastronom ihm sagt, dass es hier auch sein Leben ist und zieht dann kräftig vom Leder. Aber meins auch. Nein, 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 nein! Geht zurück nach Palästina. Trump und Palästina. Geht doch zurück zu Trump und Palästina. Fein. Trump und Palästina ist doch super. Geil. Aber es geht nur um Geld bei euch. Bei euch geht's nur um Geld. Geld, Geld. Aber du kriegst deine Rechnung. Du kriegst deine Rechnung. Du kriegst deine Rechnung. In 5 Jahren oder 10 Jahren kriegst du deine Rechnung, deine ganze Familie, deine ganze Sippe hier. Im Unbewussten gibt es Sigmund Freud zufolge keine Zeitordnung und so denken dann auch verschiedene Zeiten in ihm. Früher sagten ja die Nazis noch Juden nach Palästina, später sagen sie Juden raus aus Palästina. Plötzlich erklärt er dem jüdischen Gastronom, dass er das doch hat, eine Heimat, was er ihm kurz vorher noch abgesprochen hatte. Und will ihn nach Palästina schicken, der jüdischen Heimstätte, wie die Engländer das ja versprachen. Das antisemitische Ticket von raffenden und schaffenden Kapital, die Identifikation der Juden mit dem Kapital und Zins, hat er ebenso verinnerlicht. Hier ist es kenntlich, dass im Juden das verfolgt wird, was an der modernen Gesellschaft nicht begriffen wird. Das Wort Geld fällt so oft, dass man davon ausgehen kann, dass unser Politpsychot nicht allzu viel davon hat, was man ihm schwerlich vorwerfen kann. Hatte schon Nietzsche bei den Antisemiten festgestellt, dass sie den Juden vorwerfen, was sie selber nicht haben, aber gern hätten. Geist und Geld. Die Israel-Kritiker, die so ungern Antisemitismusvorwürfe hören, finden das natürlich gar nicht schön. Jedenfalls, wenn sie ja Antisemitismusvorwürfe gerne instrumentalisieren dafür, dass dann doch am Antisemitismus was dran sein muss, wenn man als Antisemit bezeichnet wird. Wenn man nur Israel kritisiert oder die Siedler, die angeblich den Frieden verhindern. Oh, und wenn Ost-Jerusalem, das nur deswegen eine Zeit judenrein war,
weil Jordanien Synagogen zerstörte und die Juden vertrieb, fälschlicherweise als arabisch oder muslimisch bezeichnet wird, und die Anerkennung Jerusalems als das, was es schon lange Zeit war und ist, die Hauptstadt aller Juden, an die auch bestimmte Gebete, die mit im nächsten Jahr in Jerusalem enden, erinnern. Und dass Israel einen Schutz für Juden weltweit bedeutet, auch die, die weiterhin in der Diaspora leben, dürfte eines der Fakten sein, die Antisemiten ungern hören. Und nun plustert am Schluss sich der antisemitische Vollalk gleich zum großen falschen Wir auf, von dem Heinz Horkheimer redete. Der Schritt vom Ich zum Wir geht sehr schnell, wenn davon die Rede ist, dass die Antisemiten alle Juden umbringen wollen. Und das muss sich der Psychot auch gefallen lassen, dass er gefragt wird, ob die Juden denn alle umgebracht werden sollen. Sie werden uns alle umbringen? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Was wollt ihr denn nach 1945 hier? Was wollt ihr nach 1945 hier? 6 Millionen Menschen sind umgebracht worden von euch. Was willst du denn hier? Was willst du denn hier? Euch lieben wir nicht. Und was willst du hier? Und warum bist du hier? Warum bist du hier? Niemand schützt euch. Niemand schützt euch. Ihr werdet alle in der Gaskammer landen. Alle wieder zurück in eure blöde Gaskammer. Keiner will euch. Keiner will euch hier. Keiner will euch hier mit euren kleinen jüdischen Restaurants. Das ist nun so dumm, dass es nicht einmal die Polizei erlaubt, die Herr Feinstein doch noch holt, bevor der Mann Mut fasst und den Hitler macht. Und schon ist der Antisemit, das, was er meint, dann doch erlaubt sein soll. Und da kann er sich leider auf Gerichtsverfahren berufen, wenn man angesichts der Anerkennung Jerusalems als die Hauptstadt des jüdischen Staates dann Tod allen Juden ruft. Aber sonst wird das ja nicht so direkt ausgesprochen, was klammheimlich doch gemeint ist. Das mögen manchmal die Antizionisten auch nicht so. Und schon gar nicht, wenn die Polizei kommt und das für eine Beleidigung hält. Die Drohungen sind da schnell vergessen, aber auch die Anwesenheit der Polizei. Da sagt der Polizist, hören Sie auf, Leute zu beleidigen. Ich beleidige niemanden. Ich sag nur, 70 Jahre Krieg zwischen Palästinensern und Juden. Sie haben uns bedroht. Bedroht habe ich euch? Mit Mord bedroht? Oh, du bist eine Lügensau. Oh, jetzt geht's richtig los. Juden lügen, Juden lügen, Juden lügen, Juden lügen, Juden lügen. Ich habe ein Gespräch mit euch geführt. Nun, das war ja ein Gespräch. So ein richtiger herrschaftsfreier Diskurs, bis eben die Polizei gerufen wurde, eben weil das so herrschaftsfrei eben nicht zugeht, wenn beleidigt wird. Und was nicht mehr ganz auf dem Video ist, was macht die Polizei? Die Beamten erteilen dem Mann einen Platzverweis. Da rastet er richtig aus. Du bist eine Judensau, brüllt er. Die Juden lügen. Er will auf Feinberg losgehen. Das nun kann die Polizei wirklich nicht mehr zulassen. Die Polizisten greifen ein, bringen ihn zu viert zu Boden, legen ihm Handschellen an. Er wehrt sich. Da hat Herr Feinstein Glück gehabt. In der Polizeiwache wird dem Psychoten Blut abgenommen, weil er offenbar betrunken ist. Der Staatsschutz ermittelt wegen Volksverhetzung, Widerstand, Beleidigung. Das Ergebnis des Bluttests wäre zwar interessant, aber spielt keine Rolle. Mehr interessiert uns, was in ihm denkt, wenn er des Denkens nicht mächtig ist. Die Bild-Zeitung berichtet noch über den Fall, der 60-Jährige ist bei der Polizei kein Unbekannter. Aber nicht wegen derartiger Delikte, sagt ein Polizeisprecher am Donnerstag. Nähere Angaben zu den Straftaten wurden nicht gemacht. Er ist mittlerweile wieder auf freiem Fuß. Solche Angriffe sind leider alltäglich geworden, sagt Feinberg. Er liebt Berlin und er sagt, ich bin sehr traurig. Tatsächlich stelle ich mir oft die Frage, die mir der Mann gestellt hat. Was mache ich hier eigentlich? Ich fühle mich unwohl hier. Ich denke oft über meine Existenz nach und überlege, aus Europa wegzugehen. Aber wohin? Was da in dem Psychoten denkt, ist auch das, was in der BDS-Bewegung denkt. Auch wenn sie das, wenn man freundlich ist, gar nicht an sich wahrnimmt.
Es ist so, dass wer von Israel spricht, die Massenvernichtung der europäischen Juden thematisiert, ob er das individuell beabsichtigt oder nicht. In der Linken war das Wort Antizionist ein Sondergutschein, um diesen zwangsläufigen Zusammenhang zu suspendieren. Nun ist es aber so, dass sich alsbald der gegenteilige Effekt einstellt. Seit kurzem nach dem Junikrieg meinte auch die Linke, die Berechtigung erworben zu haben, nach Auschwitz doch auch einmal Juden zu verfolgen, wenn auch vorläufig nur mit Kritik. Allerdings einer, die zur Delegitimierung und Dämonisierung Israels führt. Und wenn jemand die rhetorische Frage stellt, ob Israel außerhalb aller Kritik stünde, so hat das dieselbe Funktion wie die salvatorische Klausel in einem juristischen Schriftstück. So gern hätte die Linke so etwas wie ein moralisches Überlegenheitsgefühl. Aber der Antizionismus, der sich als Israel-Kritik ausgibt, ist nichts als der selbstverschuldete intellektuelle und moralische Zerfall der europäischen Linken. Dass das, was für Israel-Kritik oder Kritik an der israelischen Regierung ausgegeben wird, hat aber nichts mit einer politischen Kritik an einzelnen Handlungen einer jeweiligen israelischen Regierung zu tun. Es geht gegen den Anspruch Israels, das Land der Überlebenden und ihrer Nachfahren zu sein. Auch die israelische Linke unterlag Mechanismen, die für den jüdischen Selbsthass gelten, von dem ich in einigen Sendungen schon gesprochen habe. In der Epoche in der jüdischen Geschichte, in der die ethnische Definition des Judentums zugunsten einer konfessionellen ein wenig zurücktrat, wollten viele Juden nach dem Vorbild der protestantischen Kirche das Judentum religionisieren und konfessionalisieren. Das ist eine Reaktion auf den Druck, der die Transformation des Antijudaismus in Antisemitismus bedeutete. In dieser Transformationsepoche, als einige Juden nach dem Vorbild des christlichen Protestantismus Konfessionalisierung oder Religionisierung betrieben, wurde ein liberales Judentum hervorgebracht. Dies ist ein Reflex auf das revolutionäre Frankreich, wo es darum ging, wie es beim Grafen Stanislas de Clermont-Tonnerry anklang, die repressive Gleichheit in der Judenemanzipation durchzusetzen. Der Schlüsselsatz war, man muss den Juden als Nation alles verweigern, den Juden als Individuum jedoch alles gewähren. Das besagt nichts weniger als das, dass vor dem modernen Antisemitismus Denkformen sich entwickelten, die wir unschwer in der Linken wiedererkennen können, insbesondere wenn den Juden verweigert wird, sich mit einem Gewaltmonopol zu organisieren, der sie von dem heute nun schon globalisierten Antisemitismus zu schützen verspricht. Ohne einen jüdischen Staat dürften auch heute weiterhin überall tote Juden herumliegen oder verbrannt werden. Diese Ideologie, die in weiten Teilen der Linken eine Rolle spielt, hat sich heute verallgemeinert. Wir finden sie in der CDU ebenso verbreitet wie in der SPD, wenn auch nicht ungebrochen, weil der Antisemitismus der Linken, der sich als Feindschaft gegen Israel formierte, auch auf Widerspruch stieß. In der europäischen extremen Rechten, die vom alten, kruden Antisemitismus der Nazis begannen Abstand zu halten, weil dieser eine Weile in der Öffentlichkeit nicht ankam, insbesondere wenn gerade Anschläge auf Synagogen oder Selbstmordattentate mehr oder weniger berichtet wurden, dominieren Konzepte wie die des Ethnopluralismus oder Bestrebungen, linke Ideologie wie die Gramscis, also der Strebens nach Hegemonie im gesellschaftlichen Diskurs, zu übernehmen. Plötzlich wird in weiten Teilen der Partei von Marie Le Pen, in der ÖFP in Österreich, also ehemalige Haider-Partei, und auch in der AfD auf Antisemitismus als Mittel der Integration der Basis und der Wähler verzichtet. Der Kampf gegen den aggressiven Teil islamischer Ideologien, auf den weite Teile des Mainstreams der Gesellschaft verzichtet, hat weitgehend den Antisemitismus als Integration von Gemeinschaft ersetzt. Schlimm daran ist, dass damit auch weite Teile der Gesellschaft daran gehindert werden, den Kampf gegen Terrorismus und Dschihadismus suspendieren, weil sie nicht mit den rechten Gruppierungen identifiziert werden wollen, was sowohl diese neuen rechten
Strömungen recht prima finden, wie sie selber auch. Damit wird ein Beitrag zu der Islamisierung geleistet, die die einen betreiben, die anderen als bereits vollzogen betrachten, was die Ubiquität von Schwachsinn auf allen Seiten belegt. In weiten Teilen kann man ja daher in mancher Hinsicht von einer Konvergenz von linker und rechter Ideologie sprechen. Zu guter Letzt ein Beispiel, wie aus unterschiedlichen Motivationen heraus identische Denkformen und Resultate vorliegen können. Ich zitiere Samamani, ein aus dem Iran abstammender Psychoanalytiker, der gegenwärtig in Wien lebt, der einen verbreiteten Kulturalismus kritisierte, der rechts wie links vorkommt. Parallelen zwischen progressiven, identitätspolitischen und regressiven ethnopluralistischen Ansätzen fallen jedenfalls immer wieder ins Auge. Stichwort Cultural Appropriation. Genau die Kritik an dieser, also an der kulturellen Aneignung. Der Studierendenrat der University of Ottawa entschied im November 2015, einen kostenlosen Kurs auszusetzen, den eine Yoga-Lehrerin zuvor über mehrere Jahre angeboten hatte. Grund: Die Kultur, von der Yoga übernommen wurde, hätte in der Vergangenheit Imperialismus und westliche Beherrschung erlitten. Die Universität müsse da Sensibilität beweisen, argumentieren die Studentenvertreter. In einem von Norbert Hofer, also dem Kandidaten der rechtsextremen FPÖ, für das Amt des österreichischen Bundespräsidenten im Jahre 2006 herausgegebenen Buch Für ein freies Österreich heißt es über Yoga: Yoga, wo das Fremde beginnt, das eigene zu verdrängen, ist der Bestand dieser Kultur akut gefährdet. Die zwangshafte Suche nach exotischen Reizen bei gleichzeitiger Diskreditierung des bewährten, gewohnten eigenen ist ein weiterer Indiz der Selbstaufgabe. Ja, den Ersteren da in Ottawa würde, wenn Sie das lesen, das ja auch eigentlich nicht gefallen. Aber es läuft ja beides auf dasselbe hinaus, nicht wahr? Während in unserem Beispiel, eines von zahlreichen möglichen, die Mitglieder des Studierendenrates der Universität Ottawa, die sich selbst wohl eher dem progressiven linken Spektrum zuordnen würden, als dem regressiven Rechten, einen Yogakurs aussetzen, um die indische Kultur zu beschützen, will der rechtsextreme Autor Michael Hovanitz Yoga zurückdrängen, um die österreichische Kultur zu beschützen. Interessieren soll uns aber nicht, dass beide, die progressiven Studierenden in Kanada und der rechtsextreme Autor in Österreich, gegen Yoda vom Leder ziehen, sondern der identitätspolitische Kulturalismus, der sie verbindet. Ein Kulturalismus, in dem Gesellschaft durch unauflösliche Differenzen kollektiver kultureller Identitäten, hier der indischen und der österreichischen, geprägt zu sein scheint, in dem Widersprüche zwischen verschiedenen sozialen Klassen ein und derselben Kultur oder zwischen Individuen und ihrer Kultur keinen Platz haben und in dem Subjekte so sehr mit ihrer Kultur identifiziert werden, dass sie als Subjekte im Diskurs zu existieren aufhören. Dieses Beispiel Yoga ist so absurd, dass es geeignet ist zu zeigen, wie doch Richtungen, die sich für links fortschrittlich halten und deren Gegenteil, dass sich für rechtskonservativ ethnopluralistisch derselben identitären Ideologie folgen. Wir haben das auf vielen Gebieten und wir werden hinsichtlich des linken Antisemitismus auch auf diese Strukturidentitäten zurückkommen müssen. Wir können das an Autorinnen wie Butler und so ja auch
erkennen, nicht, wenn dann von Pinkwashing hinsichtlich Israels die Rede ist, nicht, wenn man sich dann darüber beklagt, dass dort Homosexuelle Freiheitsrechte genießen können in Israel, nicht? Da wird dann denen vorgeworfen, das würden sie ja nur tun, um die Palästinenser besser unterdrücken zu können, nicht? Damit man immer eine Ausrede hat. Naja, gut. Es gab ja auch mal eine Studie, die, das wäre ein anderes Beispiel, den israelischen Soldaten vorgeworfen haben, dass sie keine palästinensische Frauen vergewaltigen. Das sei eine Diskriminierung der Palästinenserinnen. Es gibt eigentlich keinen Schwachsinn, der ausgelassen wird, nicht? Also, es hat alles schon mal gegeben. Na gut, soweit dieses Beispiel. Wenn die antizionistische Ideologie der Linken mit der von betrunkenen rechtsradikalen Psychoten weitgehend zusammenfällt, er möchte ja nur als Israel-Kritiker gelten, wie diese Form von Linken auch, das darf man nicht als Antisemit, so können wir das Video, dessen Originalton wir am Anfang hörten, durchaus als Ausdruck auch der Basisstrukturen des linken Antisemitismus erkennen. Das ehemalige Linke, ein Durchmarsch von ganz links nach ganz rechts unten machen, ist ja in der Geschichte auch kein Novum. Querfront gab es auch schon früher. Hiermit schicke ich euch also ins neue Jahr, auf das auch im Gegner möglicherweise eigenes zu entdecken ist, nicht ausgeschlossen wird. Ich ende mit einem Bonmot von Hendrik M. Broder. Schon möglich, dass ich paranoid bin. Sie können trotzdem hinter mir her sein. Und da diese Weihnachten eigentlich sehr traurige Weihnachten sind, muss ich noch eine traurige Nachricht übermitteln. Manfred Dahlmann, der sehr vielen Hörern sicherlich bekannt ist, der eine Zeit auch Herausgeber gewesen ist im Saira Verlag, nicht? Auch Mitherausgeber der Saint-Phrase und solcher Zeitschriften und dort auch einige Bücher veröffentlicht hat. Ein Buch wird im Januar noch erscheinen. Das war seine Examensarbeit. Er ist am 24.12.2017 an einer sehr schweren Krankheit gestorben, an der er schon monatelang arbeiten musste und dann irgendwann mal aus Schmerzen oder was auch immer aufgegeben hat, dagegen anzukämpfen.